Hallihallo, Freunde, und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Evoland. Ich habe uns jetzt wieder hierher gespielt. Moment, ich muss ganz kurz mit Aufnahmeprogramm, macht gerade wieder Faxen. So, wir sind jetzt auch im Dorf ohne Keres. Leider. Ist die Musik anders? Kommt mir das so vor? Ist die Musik jetzt irgendwie dramatischer? Ich heile mich mal ganz kurz bei der Heilfrau da oben. Das hätte ich vermutlich gleich machen sollen. Da hätten wir den Ladebildschirm nicht gehabt. Halt, ich will speichern. Heile mich und speichern. Sehr gut. Ich habe übrigens gerade offscreen nochmal ein Achievement freigeschaltet. Irgendwie, weil ich eine bestimmte Anzahl von diesen Riesenschildkröten getötet habe. Nur, um euch das nicht vorzuenthalten, aber es ist ja, das Steam-Achievements, ja, ne, sind eine Sache, sagen wir mal, sie existieren. Ob sie so nützlich sind, ich halte davon nicht viel. Es gibt Leute, die davon was halten, keine Ahnung. So, vielleicht sollten wir erstmal Keres Vater Bescheid sagen. Keres mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Daro begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann einfach nicht fassen, dass Keres tot ist. Es ist ein trauriger Tag für die Annalen von Augai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Daro übertragen, damit sie die Welt retten kann. Hat sie das? Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Richtig, so hieß er. Mit der Kraft von Keres werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt! Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Ich tue es nicht. Ich bin Atheist. Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Keres nicht umsonst gestorben ist. Daro, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff, nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Daro. Freigeschaltet Luftschiff. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Na, dann bringe ich euch. Ihr müsst zum Mana-Baum und Sephiroth besiegen. Ihr findet den Mana-Baum nördlich der Schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass ihr nur mit dem Luftschiff dorthin gelangt. Ach, wir haben das jetzt auf der Overworld, wie bei den alten Final Fantasies. Cool. Herzlich willkommen bei Evoland oder auch, wie man alle Videospiel-Klischees in ein Spiel packt. Und wir... Das ist, was ich ein Luftschiff nenne. Alter Schwede. Da ist der Mana-Baum. Aber ich will erst auf Secret Hunting gehen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo... Okay, über die Berge können wir nicht drüber. Aber über die Bäume... Abgesehen davon, dass es hier keine Random Encounter mehr gibt. Was ich natürlich sehr begrüße. Scheint hier tatsächlich nichts zu sein. Ah, hier können wir jetzt rüber. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen Backtracking machen oder so. Moment. Guck mal, da seht ihr oben auch die komplette Weltkarte. Hier war der Eingang zur Höhle. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Ein Random Encounter. Okay. Da war ich jetzt eigentlich gar nicht so drauf aus. Tatsächlich. Das ist jetzt etwas ungeil. Aber wir scheinen etwas Schaden zu machen. Ich wollte eigentlich nur in das Dorf rein. Oder in das Lager, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Hier, hallo. Doch, ich bin völlig ausgehungert. Seit Tagen habe ich nichts gegessen. Jetzt habe ich gerade, sorry, Text übersprungen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringt, werde ich etwas Nettes dafür springen lassen. Okay. Dann ist es hier tatsächlich ein Secret. Wie es mir scheint. Ich bin gerade
etwas irritiert. Ah, hier ist das. Hier ist das erste Dorf, wo wir waren. Ah, ja, okay. Okay. I got it. Hier haben wir gestartet. Oder? Ich glaube, hier... Nee, hier kamen wir raus. Wie war das? Ach. Keine Ahnung mehr. Ja, doch, da links kamen wir raus. Okay, cool. Jetzt hängt die ganze Welt wenigstens irgendwie zusammen. Ich würde ganz gern trotzdem nochmal heilen, weil ich jetzt gerade ein bisschen Schaden gefressen habe. Sorry dafür, dass ich das jetzt nochmal etwas in die Länge ziehe, aber... Ne? Ich gehe dann doch lieber auf Nummer sicher. Ganz ehrlich. Bevor ich... Ihr kennt die Speicherpunkte in dem Spiel. Das ist... Kann schnell ätzend werden. Das ist so auch einer meiner größten Kritikpunkte am ersten Teil, dass wir eben... nur an Speicherpunkten speichern können. Und kein freies Speichern haben, was das Ganze eben ein bisschen, ja, unhandlich macht. Man wird oft weit zurückgesetzt. Und es ist alles in allem nicht so schön. Also ich weiß, klar, es ist eine Anspielung an gute alte Zeit. Alte Spiele hatten es ja oft auch so, weil... Ja, ne? Aber trotzdem... Wollte ich eigentlich nicht. Ah! God damn it, random encounter, aber dafür habe ich mich geheilt. Und ich treffe nicht. Habe ich eigentlich... Warte mal, ich will ganz kurz... Oh, ich habe... Oh. Das war mir nicht bewusst. Das hätte sehr viel sehr erleichtert. Ups. Auch wenn die Animation sehr lang ist. Das hätte mir sehr viel sehr erleichtert. Aber wir sind jetzt im Inneren des Mana-Baums. Sephiroth, komm hervor! Zeige dich! Ich habe euch erwartet. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle anderen Fische gestorben sind. Ende. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereilen. Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Und wir haben Realtime-Kampf. Nein, ich war zu langsam. Kann ich so? So mache ich ihm anscheinend Schaden. Das ist... Was wohl seine Schwachpunkte sind? Ich weiß es nicht. Doch nicht etwa die drei großen Augen. Okay, das läuft ja schon mal ganz gut. Ich schätze zwar auch, dass er so 20 verschiedene Phasen haben wird. Oh. Das war gerade gar nicht so gut. Oh, das hat mich gerade eben getroffen. Und wir haben das erste Auge kaputt. Das bringt mir jetzt gar nichts. Ich werde trotzdem nicht versuchen, hier irgendwo auf irgendwas drauf zu greenen und auf Teufel komm raus. Oh, das hat mich getroffen. Auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie auf die andere Seite zu kommen, um das Auge zu treffen. Die Frage ist, wie kriege ich das Auge auf seiner Brust? Ah. Ich sehe. So. Zack, zack. Ah, und da kommt wieder der Flammenlaser.
Okay, Mist. So, komm, zack, Schlitz, Schlitz, guter Schaden aufs Auge. Oh, das hat gerade happig wehgetan. Ich gehe lieber schon mal in Sicherheit. Ah, der kriegt mich. Da ist gerade irgendwas im Hintergrund gespawnt. Aber ich weiß nicht was auch. Wir haben nur noch ein Viertel Leben. Nein! Okay, ich muss es jetzt tatsächlich etwas zusammenschneiden, weil ich mehr als einen Versuch für diesen Boss brauche. Und tatsächlich etwas mehr als nur mehr als einen Versuch. Wow. Also die erste Phase ist ja super easy, aber ich habe jetzt rausgefunden, wie er funktioniert. Bla bla blub, bla bla Vorgeschichte, bla bla not even my final form. Die erste Phase ist ja relativ einfach mit den Händen. Und die zweite ist nur von der Timing-Sache ein bisschen fies, weil ich den die ganze Zeit falsch angegangen bin. Ich habe natürlich, wie man denken würde, die ganze Zeit das Auge an seiner Brust angegriffen, was aber in der Situation gar nicht das Richtige ist. So, zack. Oh, das hat mir gerade Schaden gemacht. Uncool. Okay, erste Hand down. Zweite Hand down. So, und jetzt ist es nämlich folgendermaßen. Zack, zack, zack. Oh, es hat mich noch getroffen. Wir können... Ah! Ich stell mich aber auch doof an. Zack. Und dann schwindet sein komisches Balding aus dem Inneren nach da hinten. Das ist, wir müssen halt die richtige Seite erwischen. Weil es von einer Seite erreichbar ist und von der anderen nicht. Ah, und dann haben wir so wenig Zeit. Und jetzt haben wir gerade leider zu viel angegriffen. Ah, es ist ein bisschen knifflig. Den müssen wir kriegen. Nein! Den haben wir gekriegt. Wie oft wir das jetzt alles machen müssen, ich habe keine Ahnung. Ah, falsche Seite. Kann ich gleich vergessen, das packe ich nicht. Wie genau man rausfindet, auf welcher Seite es rauskommt, weiß ich auch nicht. Jetzt ist aber auf meiner Seite draußen. Nein! Jetzt ist wieder auf der anderen Seite draußen. Nein, wär's nicht. Nein, wär's nicht. Oh, ich bin so dumm. Jetzt zweimal getroffen. Nein. Ah. Jetzt wurde ich gerade zweimal getroffen. Wie fies. So, zweimal müssen wir das Auge angreifen. Nein, ich habe mich nicht gedreht. Damit die Kugel rausfällt, glaube ich. Oder reicht es, wenn wir einmal das... Es reicht, wenn wir einmal, dann haben wir mehr Zeit. Oh mein Gott. Ich mache das die ganze Zeit.
Okay. Ich mach mir das die ganze Zeit schwerer, als es eigentlich ist. Gut zu wissen. Ah, gut zu wissen. Und jetzt? Explosion! Das ist ein Evil My Final Form. Ihr mögt meine Steinerrüstung zerbrochen zu haben, doch in dieser Gestalt könnt ihr mir gar nichts anhaben. Ich werde euch mit Haar und Haut verbrennen. Nein, nicht zurückschlagen. Okay. Die Blauen zurückschlagen? Vermutlich die Blauen zurückschlagen. Und auf ihn logischerweise. Dumm Daro. Oh. Wie fies muss ich dann den ganzen Kampf nochmal machen? Wenn ich jetzt draufgehe, was ich tun werde. Wie, das hat nicht getroffen. Das hat getroffen. Obwohl das eigentlich auch super easy ist, ne? Das ist einfach nur eine Timing-Geschichte. Und dann bin ich eigentlich gut dabei. Aber ich stelle mich bei sowas immer dümmer an, als ich mich anstellen müsste. Zack. Keine Ahnung, wie oft man ihn treffen muss. Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Noch eine riesige Explosion! Haben wir es geschafft? Jawohl, haben wir! Freigeschaltet Held, ihr habt Zephyroth besiegt. Oh, mit einem Viertelherz. Was ein Kampf. Und wir haben die Credits, Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich den zweiten Teil mal etwas unter die Lupe nehme, dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben. Ah, wundervolles Spiel. Doch, ist echt schön. Es gibt ein paar Sachen, die verbesserungswürdig sind, wie zum Beispiel die Random Encounter Zahl ist vielleicht etwas hoch. Und manchmal sind die auch ein bisschen stark, gerade wenn man Keres verliert. Wird das recht schwer. Ach, Evoland Classic wurde für den Ludum Dare entwickelt, sehe ich gerade, steht da rechts. Der Ludum Dare, das ist ein Wettbewerb, wo man nur eine bestimmte Zeit hat, ein Spiel zu entwickeln. Okay. Dann ist es natürlich klar, dass man so kleinere Balancing-Probleme hat. Klar, Evoland Classic und Evoland ist da nochmal ein Unterschied, da gibt es dann nochmal was. Aber das Ludum Dare ist sehr interessant. Da sind ein paar richtig gute Spiele bei rumgekommen. Das ist ein regelmäßiger Wettbewerb, wo man, ich glaube, da kann auch jeder mitmachen. Und dann wird ein bestimmtes Thema bekannt gegeben und dann hat man eine bestimmte Zeit. Ich glaube, es gibt zwei Kategorien, 24 Stunden, 48 Stunden oder 24 Stunden, 48 Stunden und eine Woche, ich weiß es nicht. 86,8% des Spiels haben wir abgeschlossen. Und dann müssen die Entwickler eben, das sind meistens kleine Entwicklergruppen, die müssen dann eben in der Zeit ein Spiel entwickeln und das beste Spiel, das gewinnt halt. Und da kommt richtig cooles Zeug bei raus. Könnt ihr euch ja auch mal, Ludum Dare heißt das Ganze. Könnt ihr euch auch mal angucken, ist echt cool. Wenn ihr wollt, dass ich den zweiten Teil spiele, dann lasst einen Kommentar da, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich sehe, dass das Interesse an diesem Spiel da ist. Ansonsten hoffe ich, dass das Projekt euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen ist natürlich immer schön, um keine weiteren Projekte zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald bei einem neuen Projekt. Bis dahin und ciao, ciao.